das RE/MAX Maklernetzwerk mit Büros in allen Bezirkshauptstädten Oberösterreichs, jetzt mit neuem Standort beim Linzer Tor in Schärding. Nachdem RE/MAX Fit in Gelsenkirchen bereits schon seit fast 3 Jahren tätig ist, wir viele Anfragen und aber auch Kunden schon aus dem Schärdinger Bezirk hatten, war es für uns eigentlich ein logischer Schritt. Die schönste Barockstadt Österreichs, sagt der Bürgermeister von Schärding, und der sagt immer die Wahrheit. Wir freuen uns, dass RE/MAX bei uns in Schärding aufgemacht hat, weil wir einen Betrieb, der auf Beständigkeit zählt, hier in Schärding auf jeden Fall gern haben. Und ich bin auch stolz drauf, wenn wir am Stadtplatz schauen, dass es kein Geschäft gibt, wo zu vermieten und zu verkaufen draufsteht. Dieser Wunsch könnte dem Bürgermeister erfüllt werden, ist doch RE/MAX in Österreich laut Market-Umfrage die spontan bekannteste Immobilienmarke und mit Abstand die Nummer 1 am Immobilienmarkt. Vor allem auch regional einfach sehr stark aufgestellt. Wir haben in Oberösterreich alleine 50 Maklerkollegen. Das Zweite, wir sind ein Netzwerker, wo wir einfach auch Gemeinschaftsgeschäfte machen, und das kommt sowohl den Maklern, aber auch den Kunden zugute. Sehr den Kunden zugute kommt die spezielle Ausbildung der RE/MAX Makler. Ab 2012 ist man auch verpflichtet, dass man so eine Immobilienberaterprüfung macht, weil sonst kann man in diese Branche gar nicht eintreten. Qualität von Dienstleistung kann nur mit einem dementsprechenden Fachwissen stattfinden. Die Mitarbeiter arbeiten nach einem Ehrenkodex, dem sogenannten RE/MAX Code of Ethics. Das ist eine Verpflichtung, die jeder Mitarbeiter unterschreibt, nämlich dass er verpflichtend, verbindlich und loyal dem Kunden, sowohl Käufer als auch Abgeber, seine Leistung erbringt. RE/MAX Büros sehen sich als Dienstleistungszentren. Die Makler bieten Full Service. Also wir bieten den Kunden eine komplette Beratung von A bis Z, von der Bewertung bis zu den Besichtigungen, bis zum Grundbucheintrag und bis zur Schlüsselübergabe. Ja, da erarbeiten wir uns täglich den guten Ruf, dass wir seriös arbeiten. Bei uns arbeiten alle Makler in ihrer Region, dort wo sie leben, und das verpflichtet naturgemäß jeden, der seriös arbeiten will, zu einem seriösen Geschäft. Weil wenn ich dort, wo ich lebe, arbeite, muss ich sauber und seriös meinen Kunden gegenüber treten. RE/MAX mit neuem Standort in Schärding. Hochmotiviert mit hohen Zielen. Also wenn man so arbeitet wie wir, nämlich regional vernetzt, regional verankert, dann machen wir uns bei der Zielerreichung von 20% Marktanteil im Bezirk Gelsenkirchen oder auch hier dann im Bezirk Schärding keine Sorgen.